Fränkel frotzelt. Heute. Let's Play. Der Landwirt 2014. Tach, ihr Nasenbären, herzlich willkommen zu einem weiteren neuen Mini-Let's Play mit mir. Ich möchte euch zeigen ab heute Der Landwirt 2014. Und zwar, 15 Minuten, 4 Folgen. Das sind dann insgesamt 60 Minuten, also die erste Stunde mit diesem Spiel. Möchte ich euch zeigen, das ist ja ein Konkurrenzprodukt vom Landwirtschaftssimulator. Und was fällt mir auf? Ich habe keine Musik hier im Menü. Das ist ja schon mal eigentlich gut, weil von dieser Musik da, wie soll ich sagen, kriegt man normalerweise Ohrenbluten oder Schlimmeres. Diese Fahrstuhl-Pornomucke, die es da normalerweise gibt. So, neues Profil erstellen. Ich spiele wie immer ohne Handbuch natürlich. Ich sage immer, ein gutes Spiel erklärt sich von selbst. Wir nennen uns nicht nur Harry, wir nennen uns Bauer Harry. So. So, geht's los. Muss ich das Profil noch auswählen? Ah, da kann man wählen gehen, das ist sehr schön. Das ist ein demokratisches Spiel. Komm, wir gehen wählen. So, ich hoffe einfach mal auf ein Tutorial. Freies Spiel könnt ihr vergessen, das ist immer so für Fortgeschrittene. Den Rest hier können wir eigentlich auch vergessen. Ja, wir machen eine Karriere und schauen mal, ob das gut erklärt wird, ne? So, der Ösi hat mir das empfohlen. Der ist ja mitgefahren im Euro Truck Simulator. Der Ösi von Simutips. Und der hat gemeint, das wäre ganz gut. Und UIG hat mir eine Version zur Verfügung gestellt. Das ist vor, keine Ahnung, 1-2 Wochen erschienen, das Spiel, glaube ich. Und dann dachte ich mir, komm, zeige ich euch das mal, wenn das gut sein soll. Im Vergleich auch mal zum Landwirtschaftssimulator. So, haben wir es jetzt bald hier. Laden, 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 laden. So, da sind wir. Willkommen bei der Landwirt. Dies ist dein Bauernhof. Du kannst dich mit der Maus umschauen und mit den Tasten WASD bewegen. Jetzt folge dem Kreis, um dich auf dem Bauernhof umzusehen. So, erster Blick, links unten. Wir haben ein iPhone. Ein iPhone haben wir hier. Das ist ein bisschen, ja, auf den ersten Blick so wie Landwirtschaftssimulator. Die Grafik ist auf den ersten Blick auch ganz knuffig. Die Zeiten, wo Simulatoren automatisch immer scheiße ausschauen, die sind, glaube ich, vorbei. Folge dem Kreis hat's geheißen, folge dem Stern. Oh, guck mal, da oben ist ein Sonnenschirm. Kann man da hochgehen? Vielleicht liegt da eine nackte Frau drunter. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Das gibt bestimmt wieder Dislikes von den Hardcore-Simulator-Fans, die meinen, ich muss mich gefälligst an die Anweisungen halten und nicht so viel Blödsinn machen. Das geilste, der geilste Kommentar unterm Landwirtschaftssimulator. Ach, rennen kann ich auch. Ah, und springen! Das klingt wieder ein bisschen wie aus dem Porno, ne? So wie früher auch bei den Ego-Shootern. Da kann man Porno synchronisieren damit. Pass mal auf. Ah, du geile Sau. Ah, du bist so geil blond. Und dann muss man sich vorstellen, so rein, raus. Herrlich. Wunderbar. Also, kann man als Porno-Film-Synchronisator auch verwenden, die Simulation. So. Und Rennen ist Shift. Naja, das Geilste, was unter einem Let's Play von mir vom Landwirtschaftssimulator mal gestanden hat, war, du kannst das gar nicht, du bist ein blöder Städter, hast keine Ahnung von Landwirtschaft, hör auf, das zu spielen. Also, da wollte mir jemand verbieten, das zu spielen. Das muss ich mal überlegen, ja? So weit kommt's noch. Ich spiele, was ich will und auch, wenn ich es nicht kann, ja? Damit das schon mal klar ist. Was war das jetzt eigentlich hier? Eine Schnitzeljagd? Immer dem Ding hinterher? Darf man eigentlich als Vegetarier auch Schnitzeljagd sagen? Okay, vergesst das. Also, es hat geheißen Hühner und Kühe und Enten. Hühner und Kühe kenne ich auch aus dem Landwirtschaftssimulator. Da fährt ein Kollege. Enten kenne ich jetzt nicht und... Mir fällt gerade noch was Positives ein. Auf. Im Vergleich zum Landwirtschaftssimulator. Diese Hühner haben keinen blöden Hahn, der alle 2 Sekunden kräht. Den hätte ich ja am liebsten geschlachtet. Das ging nur leider nicht. So, folge dem Kreis nach wie vor. Tippel, tippel, tippel. Was haben wir denn da Schönes? Dies ist dein Fahrzeugschuppen. Hier parkst du deine Fahrzeuge. Aha. Was ist das hier? Ein Grubber? Neue Aufgabe. Steige in den Traktor ein. Okay, das ist eine Aufgabe, die ich verstehe. Ja, das ist wirklich, wirklich für Blöde gemacht. Also wie Blöde wie mich, ja? Da versteht man alles, da weiß man, was man machen muss. Ich hoffe, das geht so weiter. So. Einsteigen. Lindner Geotruck 114. Okay, so. CVT-Getriebe bieten stufenlose Übersetzung und machen so manuelles Schalten unnötig. Drücke Z, um dich vorwärts, rückwärts zu bewegen und C, um die Kamera zu wechseln. Kamera? Übrigens, jetzt kommt doch Musik. Aber das ist so ein bisschen Country-mäßig. Neue Aufgabe zur Tankstelle fahren. Das ist eine andere Kameraperspektive hier mit C. Aha. Da haben wir noch eine. Und ich kann mit dem Mausrad noch weiter rauszoomen, alles klar. Was steht jetzt da? Y rückwärts fahren? Ja, was jetzt? Z oder Y? Wieso überhaupt? Ich dachte, das geht mit WASD.
Geht ja auch, WASD. Hä? Wieso ist der so lahm? Was fährt denn der jetzt hier? Speed? 4 km/h? Hallo? Weil ich Anfänger bin oder was? Haben die Angst? Weil ich so schlecht Bus fahre oder was? Oder muss ich jetzt hier tatsächlich schalten? Moment. Z. Z macht gar nichts. Ach so, Y. Rückwärts fahren. Hä? Das hat doch Z geheißen, oder? Y? Ah, okay. Mit Y lege ich den Rückwärtsgang ein. Da kann ich dann jetzt nur rückwärts fahren. Und dann muss ich wieder Y drücken und dann habe ich wieder den Vorwärtsgang. Also ich bräuchte sowas nicht. Mir wäre es recht, wenn ich mit S rückwärts fahren könnte. Und schneller fahren kann er nicht. Ach, warte mal. Gang 1A. Moment, nochmal gucken, was hier dann, wenn ich Y drücke. RC. Rückwärts. 1A vor. Und F ist hochschalten. Okay, probieren wir mal aus. Ah, zweiter Gang. Schon 6 km/h. Dritter, 10 km/h. Gibt es kein ganz automatisches? Ich möchte nicht schalten. Das nervt mich. Das hält mich doch nur auf. Drücke Enter für das Hoflager. Komm, das machen wir später. Jetzt machen wir erstmal. Bei Gang 5 fährt er schon 19. Da wird mir fast schon schlecht. So schnell ist das. Und noch mal eins höher. Okay, er hat also 6 Gänge. Hoppla, da war ein Baum. Ja, und jetzt kann ich da nicht wenden. Jetzt muss ich den Rückwärtsgang einlegen. So, und jetzt im 6. Gang kann ich da fahren. Okay, ich muss nicht mehr runterschalten. Hä? Was ist das für eine Logik? Also man muss das offensichtlich nur einmal machen. Nur einmal hochschalten. I see, I see. So. Alles ganz nett soweit. Ich weiß nicht, ob das, ob der Traktor, ob der lizenziert ist, ob es den wirklich gibt. Wie heißt der nochmal? Lindner, weiß der Geier, was? Aber ich vermute schon, dass das irgendwie authentisch ist. Das ist wahrscheinlich einfach auch ein Nachbau eines authentischen Fahrzeugs. So, was, wohin? Wohin, wohin? Zum Kreis. Zur Tanke, glaube ich, hat es geheißen, ne? Das ist die Tanke. Dankeschön! Drücke Enter für das Hoftanklager-Menü. Hoftanklager-Menü. Dein Fahrzeug Lindner Geotrack 114, gefüllt mit 117,31 Liter Treibstoff, Tankkapazität 120 Liter, Treibstoff im Hoflager 1000 Liter. Auffüllen. Ja, komm, mach mal. Voll. Ja. Und jetzt? Ach, jetzt muss ich weiterfahren. Nee, war ich doch schon jetzt. Was soll denn das? Ach so, Tanklager. Es ist viel billiger, große Mengen Treibstoff hier am Bauernhof zu kaufen und deine Fahrzeuge am Tanklager zu bedanken, als für jedes Tanken in die Stadt zu fahren. Das habe ich schon gemacht. Lohnt sich kaum, ne? Aber komm. Und jetzt? Neue Aufgabe! Zum Silo fahren! Ah, das ist um die Ecke, das ist nicht weit. Alles klar, super. Die Musik. Hier in den Silos lagerst du deine Ernte. Du kannst Silos für alle Getreidearten kaufen und sie für höhere Kapazität ausbauen. Aha. Drücke Enter für das Silo-Menü. Und dann zum Lager fahren. Komm, ey, das ja. Machen wir nicht alles so viel auf einmal hier. So, was haben wir denn da? Okay, man kann das ausbauen. Ich habe aber nur ein Weizenlager. Das andere müsste ich kaufen. Okay, verstehe. Da weiß ich aber nicht, ob sich das finanziell jetzt schon lohnt. Das lassen wir erstmal. Im Landwirtschaftssimulator habe ich schon alle Silos vorher ab und da war sogar schon Getreide drin, das ich dann verkaufen konnte. Und hier kann ich nur ausbauen. Ja, kann ich denn überhaupt schütten beginnen? Okay, ist wahrscheinlich leer. Kann ich wahrscheinlich nichts machen. Schütten beginnen, das klingt irgendwie so ein bisschen nach Alkoholiker. Beginne das Schütten jetzt. So, was haben wir da vorne? Da müssen wir jetzt... Ah ja, wir sollen zum Lager so mal fahren. Also, ein Silo habe ich nur, das ist ja armselig. So. Das Lager ist der beste Ort, um dein Saatgut und Heu zu lagern. Da gibt es bestimmt auch wieder ein Menü. Der Frühling ist da, die Zeit ist reif für Feldarbeit. Deine Felder liegen ganz in der Nähe. Lerne, wie man pflügt, kultiviert und sät. Kultivieren. Du musst den Pflug ankuppeln. Verwende die Taste Q, um Anbaugeräte an- bzw. abzukuppeln. Um eine hebbare Maschine abzukuppeln, musst du sie erst herunterfahren. Würde ich gerne erstmal die Physik testen. Da fahren doch dauernd Autos vorbei. Kann ich mal einen Unfall bauen vielleicht?
Kupple den Flug an, das machen wir danach. Komm, jetzt wird das erstmal ausprobiert hier. Der Unfalltest. Ganz wichtig. Gleich mal mit dem Kollegen ausprobieren hier. Bam! Bam! Bam, bam, bam! Sieht wieder ein bisschen aus, als ob die knattern. Als ob die gerade kleine Traktoren machen. Kann ich die nicht umwerfen? Komm. Der flieht! Du Sau! Naja, gut, dann halt nicht, ne? Kommt da noch was vielleicht gegen? Ein Auto könnte man noch ausprobieren. Komm! Was ist los? Ich würde auch gerne mal ausprobieren, ob ich auf dem Auto draufspringen kann oder mit rumfahren. Ich mache ja immer so Blödsinn, so, ne? Zum Ausprobieren. Aber anscheinend kommt hier gerade nichts her. Nicht viel Verkehr hier, quasi. Genau wie der Papst. Der hat auch nicht viel Verkehr. Glaube ich. So, also. Machen wir das mal mit dem Flug. Es gibt ja Landwirtschaftssimulator-Fans, die ganz böse sind auf das Spiel und das ganz doof finden und behaupten, das wäre alles geklaut. Das hat mir der Ösi erzählt. Und zwar, wenn es zum Beispiel darum geht, hier den Flug anzukuppeln, dass man da genauso Y drücken muss wie im Landwirtschaftssimulator, das ist ganz, ganz frevelhaft. Ich lach mich tot, oder? Bisschen übertrieben ist das schon. Rückwärtsgang. Also ich bräuchte das nicht mit dem Umschalten, ganz ehrlich. So, ich hoffe, ich komme von der richtigen Seite. Ankuppeln. Lemken Juwel 8VN90. Na Gott sei Dank habe ich den Juwel 8VN90. Den habe ich mir immer schon mal gewünscht. Zack. Oh, das sah gerade ein bisschen aus, als ob sich die Erektion aufrichtet. Entschuldigung. Auf der Autokarte kannst du deine Missionsziele, Aufgaben und Feldinformationen betrachten. Nutze hierzu die Taste M. Deine Felder sind grün markiert. Die Autokarte. Das klingt auch ein bisschen, als ob da lauter Autos drauf wären. Neue Aufgabe, fahre zum Feld. Ja, komm, machen wir gleich. Jetzt gucken wir erstmal M. So, Aufgaben. Okay, das ist das, was wir gerade gemacht haben. Was haben wir hier? Felder. Das Zeug hier, ne? Das Grüne. Besitzer, du! Feldgröße, bla bla bla, Information, sehr gut, okay, wir haben es jetzt gerade wissen. Fahrzeuge. Zeige auf das gewählte Fahrzeug. Hä? Was ist das hier? Ich finde das ein bisschen unübersichtlich. John Deere, Model B. Also, wir haben noch einen anderen Traktor offensichtlich. Klicke, um einzusteigen. Oh, geil, was ist das denn für eine olle Schüssel? Ich schmeiß mich weg. Ah! Mal ernsthaft, wie alt ist das Teil? Das ist doch bestimmt uralt, oder? Oder ist das einfach nur... Ja, übrigens, Simulator-Test. Wir haben, wie immer, keine Beine, keine Hände, keinen Pimmel, wir haben gar nichts. Wir steuern das auch nur durch jede Kräfte. Also, fast, das ist ja fast, das sieht ja fast aus wie ein Bike, ey. Wie heißen die? Trike. Habe ich noch andere? Ah, da muss ich auch schalten. Warte mal. F. Der hat nur 4 Gänge und fährt nur 20. Hier können wir mal unseren Bauern betrachten. Ich finde, der sieht ein bisschen aus wie ein Penner, ne? Mal ganz ehrlich. Okay, das ist auch nicht schlecht. John Deere. Wissen wir ja. Kennt man ja. Kenne ich mittlerweile auch vom Hörensagen. So, kann ich auch irgendwie mit Tab wechseln? Nein, das geht beim Landwirtschaftssimulator. Halt, falsche Taste. M wollte ich. Wir wollten... Andere Gefährt jetzt hier. Ach, ich muss wieder auf Fahrzeug stellen, ne? Das ist ein bisschen fickrig-mickrig. Kann ich hier irgendwie zoomen? Mit dem Mausrad geht's nicht. Vielleicht Plus-Minus auf dem Numpad geht auch nicht. Das hat mir auch noch keiner mitgeteilt. Wie kann ich ihn jetzt hier bitte wechseln? Da ist er ja. So. Vorwärtsgang brauchen wir. Und der ist immer noch im sechsten Gang, das heißt, ich muss das doch nicht mehr nochmal machen. Alles klar, da immerhin etwas, ne? Also, wir fahren jetzt mal zum Feld, machen wir mal ein bisschen Ego-Perspektive. Feld, wo ist das Feld? Das Feld ist da drüben. Das sieht ein bisschen aus wie eine mittelalterliche Stadt, so wie das gebaut ist hier. So mit diesen Steinen und so. Moment, passen wir da durch? Nur Versuch macht klug! Komm, Frenkel, das schaffst du. Zack! Okay. Jetzt hänge ich. Scheiße. Verdammte Axt. Aber wenn man zurückfährt kurz, so geht das wieder, ne?
geschafft! Hurra! So, wir sind am Ende dieser ersten Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir ein Like da. Oh, da ist ein Auto. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder, hoffe ich. Und ihr schaut da wieder zu. Ja, bis dann würde ich sagen. Ciao, ciao!